Ja, ich möchte alle ganz herzlich zu unserem Abend Doku Debates for Parents begrüßen. Die Serie Doku Debates for Parents ist eine Serie, die von der Erwurzelbildung entwickelt wurde, beziehungsweise ursprünglich hieß sie Doku Debates und jetzt ganz neu gibt es dieses Filmgespräch für Eltern. Das findet jetzt in Kooperation mit der Ältere Schuld statt. Basis sind Dokumentarfilme, in diesem Fall eben für Eltern mit pädagogischen Themen. Erzieher, Lehrer, alle, die an pädagogischen Themen interessiert sind, sind natürlich auch herzlich willkommen. Ein Film aus den Mediatheken der öffentlichen Fernsehanstalten oder auch von privaten Sendern werden ausgewählt. Die Zuschauer schauen den Film zuerst zu Hause an. Wir laden Experten zum Thema ein und über Zoom findet eine Filmdiskussion statt, also eine Diskussion über den Film. Und jetzt möchte ich ganz kurz die Experten heute Abend für den Filmabend Generation Helikoptereltern Fragezeichen vorstellen. Das ist das Thema des Abends. Da wäre einmal Herr Igor Loran vom Kanal und Jugendtelefon, Frau Jutta Gansemer von der Familienberatungsstelle AFP und Veronique Nilles von der Ältere Schuld. Könnten Sie sich vielleicht alle selbst einmal vorstellen? Ich glaube, das geht am besten. Frau Gansemer, würden Sie anfangen, bitte? Kann ich gerne mal. Ja, also mein Name, wie gesagt, Jutta Gansemer von der Erziehungs- und Familienberatung zu Lützeburg. Ja, ich bin von Beruf Diplompädagogin und auch eine systemische Zusatzformation als an der systemischen Therapie und Beratung gemacht. An sie macht Meo Therapist an macht Meo License Supervisor. Schaffen sind dabei 24 Jahre als Chargé Direction und Pädagogin an der Erziehungs- und Familienberatung. Mhm. Merci. Madame Nilles, könnten Sie sich bitte vorstellen? Ja, guten Abend. Mein Name ist Veronique Nilles. Ich arbeite seit 2019 bei der Ältere-Schule. Seit 2 Jahren und sind zuständig für Tontan aus dem Norden Westen von der Ältere-Schule. Für die Runde habe ich immer 18 Jahre lang als Sozialpädagogin im Kleinkampfbereich geschafft, auf verschiedenen Kirchen. Ja, und die ältere Schule als, also an der älteren Schule ist es so, dass wir Aktivitäten organisieren, wo die Eltern sich können in Gruppen gehen können, für sich über Themen von der Erziehung oder der Familie auszutauschen. Mhm. Ja. Mhm. Herr Loran? Ja. Guten Abend zusammen, ich bin Ivan Loran, ich arbeite bei Kana Jugendtelefon und bediene dort die B-Secure Helpline und die B-Secure Stopline. Und ja, das heißt, ich stehe ganz viel in Kontakt mit Angelegenheiten, die Internetsicherheiten betreffen und von Beruf her. Von meiner Ausbildung bin ich Psychologe und Informatiker. Mhm. Merci. Mein Name ist Barbara Schuh, da möchte ich mich auch vorstellen. Ich bin Medienpädagogin in der Erwurzelbildung und ja, begleite heute das Gespräch. Jetzt möchte ich zunächst noch mal allen einen kleinen Überblick verschaffen, was sie heute erwartet und habe da so eine kleine PowerPoint vorbereitet. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Kann man das sehen? Mm-mm. Ich glaube noch nicht. Einen Moment bitte. So. Jetzt. Ja. Jetzt ja. Genau.
Ja, der Dokumentarfilm heute Abend heißt Generation Helikoptereltern. Dieser Begriff wurde von Josef Kraus geprägt, einem Pädagogen, der auch ein Buch zum Thema geschrieben hat. Er ist Gymnasiallehrer und sagt, dass also Eltern heute ihre Kinder viel zu sehr überbehüten würden. Das hätte stark zugenommen. Und aus diesem Anlass heraus hat er eben dieses Buch geschrieben. Und 2021, also in diesem Jahr, ist im ZDF ein Film, ein ausgestrahlt worden, der auch zwei Teile hat, weil wir heute Abend uns schwerpunktmäßig mit dem ersten beschäftigen. Ja, das ist also das Thema des Abends. Jetzt noch einmal dieses Konzept. Wir wählen einen Dokumentarfilm aus und laden Experten ein, die über pädagogische Themen debattieren. Wir werden heute Abend vier kurze Filmabschnitte sehen. Und in Folge des Filmabschnittes, also das heißt, ich werde kurze Teile aus den Filmen zeigen. Und im Anschluss findet dann immer eine Diskussion zu dem jeweiligen Thema des Films statt. Alle Beteiligten können gerne auch Fragen in den Chat, da gibt es ja eine Chat-Funktion im Zoom, reingeben. Und die wollen wir ganz am Schluss in der Frage- und Antwortrunde dann, also die Fragen dann beantworten. Also Eltern machen sich viele Sorgen um ihre Kinder. Dieser Begriff Helikoptereltern, ja, das löst bei Eltern auch was aus. Also das hört man ja auch nicht gerne. Das ist ja auch ein negativ besetzter Begriff. Jetzt würde ich gerne mal in die Expertenrunde ja, die Frage werfen, wenn sich Eltern Sorgen machen, sind sie dann schon Helikoptereltern? Oder die Begriffe Sorge, Angst, wie kann man das unterscheiden? Frau Gansemann, möchten Sie was dazu sagen? Gerne. Ja, ich fand halt wichtig, dass ihn effektiv du differenziert hast, so ich an Angst, also Angst beherrscht ihn ja mehr. Ich fand ihn auch Angst, dass ihn eigentlich von den wichtigsten Gefühlen tut, eine Schutzfunktion. Ne? So ich fand es ganz wichtig. Von den Älteren vis-à-vis von der Kanner an zum Beispiel den Heim Oma hört ja du echt da so der Begriff von der wachsamen, an aufmerksamen, achtsamen Sorge, ne, vis-à-vis von der Kanner. An dem Moment auch etwas ganz Positives, was Kanner auch an ihrer Entwicklung nicht muss hemmen, mehr unterstützen. Ne? Es hat an der Vielbesprechung auch gesagt, ich bin so froh, dass die Fragezeichen aber hat dem Helikoptereltern as, weil ich fand es schon effektiv, as so, das ist nicht der positive Begriff dem Moment, ne? Das schon ja, so ein bisschen verurteilend auch, ne, herabwürdigend. Und gerade die Älteren, die sich eben solche machen, die Suchen kann ihn unholen. Mit zum Beispiel fanden ich, wann dir froht, wo aus den Unterschied. Man hat zum Beispiel auch Kind Kant mat wieder begleiten. Ne, da kriegt Kant auch matt. Mama as du, sie as bei mir, sie kriegt das matt, was ich machen. Aber nicht, sie muss ja nicht unbedingt nach No Hilfe für Rupp zu trinken. Das wann ihn gut will, fanden, ich kann ihn da war auch interpretieren. Sie wollte eben matt spielen, ne? An ihm weisen, dass sie und ihm interessiert, als an der Aktivität dabei sind. Mich fanden nicht an der Situation Lohai nicht unbedingt schon, da die Kind so und das eng Angst und das kann der wen ob keinen Fall. Also ich meine nicht, dass das Kind aus der Situation allein gesehen lo Schuld matt hält, ne? Merci. Mit muss nicht, es misst nicht so viel sein, ne? Das ist schon richtig. Ja, merci.
Möchte von den beiden anderen Experten noch jemand was dazu sagen? Ja, Herr Loren? Ich habe jetzt das Mikro angemacht. Also ich finde, das Helikoptern fängt da an, wo die Eltern, sage ich mal, ihre Sorge, so wie die Frau Gansemer gesagt hat, nicht mehr aushalten und wo sie dann in das Geschehen ein bisschen eingreifen. Also sprich, wo sie das Kind daran hindern, negative Erfahrung zu machen, aber auch positive Erfahrung zu machen, weil sie haben Angst, dass das Kind zum Beispiel, sage ich mal, von der Leiter fällt oder das Kind vom Fahrrad fällt oder von irgendwas sonst. Und dann helikoptern sie um das Kind herum. Das Kind macht die negative Erfahrung nicht, aber auch keine positive. Das heißt also, und da, also sie sorgen zu sich zu sehr und sie umsorgen das Kind. Das ist für mich dann Helikoptern. Also das Kind daran hindern, Erfahrungen zu machen. Sowohl positiv als negativ. Okay, merci. Frau Nilles, Ja, für mich war auch noch, dass mir, Hein, du brauchst ein bisschen drückt. Ich denke, wichtig ist auch effektiv, aber das wird keiner matt kriegen, wenn sie dauernd ihn bei sich schon, den sie besucht, auch guckt. Ne? Also auch die Botschaft, die Hannen trunen ist. Ne? Weil dem Moment merken sie ja auch, ne? Also allein schon, ich weiß schon so eine Szene, 4 und A, und du hast ein Puppelchen, an enger Bieten, an guckt sein Älteren so, an sie hunde strahlend Gesicht, ne? An du geht es ja wirklich gefiedert mit guten Emotionen, ne? An kriegt Bild, oh, ist ihn einfach enorm, ne? Wenn Älteren müssen so ausstrahlen. An im Getränk geht das aber auch, ne? Älteren, die dauernd mit engem besuchten Gesicht, ob kann er gucken, ne? Auch kann er zum Beispiel hefisch mit enger Entwicklungsschwierigkeit vielleicht. Ne? Die Suche von den Älteren ist wohl verständlich, aber kann er kriegen einfach auch das Bild eben mit mir stimmt irgendetwas nicht, ich sehe nicht gut an, ne? An das stärkt dann nicht so. Ne? Mhm. Merci. Mhm. Frau Nilles, Sie bieten in der Elternschule einen Kurs an Loslassen und Halt geben. Das passt ja auch mit in diese Thematik. Könnten Sie ein bisschen was dazu erzählen? Ja, also ich hatte in der Corona-Zeit angefangen, das online und Sie wissen das für allgemein über Loslassen und Halt geben bei Eltern. Und Thema Loslassen passt auch gut bei Helikoptern, weil es ja auch wo eben ältere schwerfällt, Kontrolle aufzugeben und hier also zu viel Halt gehen. Und ja, beim Lasslosen, so ein schön Eltern auch immer, dass das eigentlich ein Prozess ist, weil wir gehen nicht als ältere Geburt, wie es die Loser und die Rolle ran. Und so wie Kant sich weiterentwickelt und in verschiedenen Aufgaben wies, wie es den auch mit, als Älteren mit eigentlich von Kant zusammen. Und dafür, wenn Kant mir ärgert, automatisch geht ja auch meine Selbstständigkeit schon dann aufhängt, zum Beispiel auch sich weg von den Älteren zu bewegen, in dem Moment, wo du fängst, mobil zu gehen oder zu krabbeln, sich fortzubewegen, und automatisch baut ihr das schon. Auch eine körperliche Distanz zu den Eltern ab. Und das geht ja Schritt für Schritt. Und so kann ich eigentlich auch als Eltern Schritt für Schritt oder Löser lösen, Lehrer mehr Last zu lösen mit der Entwicklung von Kant. Und wie auch Madame Ganser mal gesagt hat, wenn Kanner Lehrer ja viel, also die Eltern sind ein Modell für Kanner und Tierwähler, und wenn Kanner an dem Gesichter von den Eltern Angst lesen oder Unsicherheit, dann eigentlich trainieren sie die, also kriegen sie die Angst ein bisschen so untrainiert, weil sie dummer da groß gehen und sie lernen eigentlich nicht selber Strategien entwickeln, wie man mit der Angst kann umgehen oder mit seinen
Emotionen positiv umgehen. Gedanklich alles probiert für schlecht Gefühle wie Frustration, Trauer oder so wegzuholen, aber dadurch hat er ihn so immer direkt haben sie die Chance, nicht die ganze Palette von Emotionen zu erleben. Sie können dann auch nicht Differenz machen und sie meinen dann auch, dass wer schlecht ist, wenn ihn frustriert oder traurig ist. Und dadurch haben sie auch, wenn sie dann mit all die Schwierigkeiten von so Frustration stoßen, für selber eine Strategie zu haben, um da eins zu geben, wenn sie erwachsen sind. Ja, und ja, eigentlich ist es von der Schwierigkeit, die noch als Eltern sich nicht zu viel Druck macht, dass man den versteht, dass das Prozess ist und dass es eben heuernst vielleicht Momente gibt, wo man Tendenz hat, mehr festzuhalten und an anderen Situationen mehr loslassen und das entwickelt sich auch immer, kann ich nicht von heute auf morgen alles so perfekt als Eltern machen. Das ist aber auch wichtig, dass man die keine Chance gibt, eigene Erfahrungen eben zusammen, sowohl positiver wie negativer. Merci, das ist interessant. Frau Ganzimer, in Ihrer Beratungsstelle haben Sie ja mit Eltern, Kindern zu tun. Haben Sie das Gefühl, dass Eltern heute besorgter sind, als das noch vor ein paar Jahren war? Gibt es da eine gewisse Entwicklung oder wie sehen Sie das? Schwer zu suchen. Also ich denke, Älteren waren schon immer besorgt. Ich habe schon die Impression auch durch das, was den mehr und Informationen hat, da in dem Moment auch an Medien, ne? Es könnte viel mehr Licht und Informationen über all das, was geschieht, ne? Ich denke, dass das ja auch an dem Film Helikoptereltern gesagt, den das ja auch ganz gut nachher, wie all die Informationen auch die Sorgen prägen. An gerade so ginnet ja auch ganz viel Produien, die sollen für eine Sicherheit suchen, und die wollen auch verkauft gehen. Und ich meine, die kriegen auch besser verkauft, wenn ihnen dann dafür sucht, dass Eltern sich suchen. Ne? Mit sich und sich als ein natürlichen Fakt, den einfach du als Eltern willst, das Beste für ihr Kinder. Das nur so zu vergleichen, ob das freier Manner war, das fällt mir nur ein bisschen schwer. Ne? Also ich denke, es ging über besuchten älteren Haut, die sind aber auch sonst schon gehen. Ne? Mir tue den vielleicht auch mit Atrop, wie das Haut ist. Ne? Also älteren gehen viel mehr sehr auch sujiert. Mhm. Ne? Gerade dafür war ich eben auch so froh, dass die Fragezeichen an den Helikoptereltern aus. Ne? Mir gefällt den Begriff halt auch nicht so. Ne? Das, den Eltern insgesamt überhaupt nicht. Ne? Ja. Also von du hier, ich denke echt, dass das Urteilen wird so geholt, das Jugieren über die Eltern an. Ältere wissen ja noch nicht, wie es ausgeht. Ne? Wie wird es weiter verlaufen an der Entwicklung vom Kind? Wenn ihn nur zurückguckt, da kann ihn immer ganz gut beruhigt sein an so, oh, das ist ja alles gut gelaufen. Wie wir tun, kann ich die Sorge verstehen. Wie gesagt, die Sorge fand ich nicht schlimm, die gehört auch, du Hina, ne? Das ja auch aus der Sorge entsteht ja auch das Bedürfnis, den kann er in Sicherheit zu gehen. Solange wie, ja, es gibt so die Bezeichnung, auch ein Anker gehen mit der achtsamen Suche, mit Ketten vom Anker muss lang genug sein, ne? Weil sonst zieht das Schiff Ruf. Okay. Ne? Wir haben viele Älteren mit Frohen zu der Erziehung an effektiv auch gesehen, mir viel kann, die Schwierigkeiten
mit ihrem Selbstbild tun oder dieselbe Engschlüsse ziehen. Ja, also, aber den Vergleich fand ich nur schwierig. Also mir hat dieses Interview auch mit diesem Herrn Kraus nicht so gefallen, der dann Begriffe wie Drohneneltern, dann sprach er über die Taximama, die eben die Kinder immer in die Schule bringt, dann diese Rettungshubschrauber-Eltern und Helikopter, also die, weiß nicht, es gab sogar noch einen dritten Begriff und ich fand das ein bisschen stark, also das hat mir nicht so gefallen, wollte ich einfach noch mal so sagen, dass ich das nicht so gut fand. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch für Eltern auch nicht schön ist, so zu hören. Also man meint es ja gut, ne? Also es ist ja immer so, dass man es gut meint und das ist irgendwie so eine Anklage, finde ich. Genau, also es ist Schuldzuweisung, ne? Und ich finde, mit Schuldzuweisungen kommt man nicht gut weiter. Nee, das hilft den Eltern ja nicht, ne? Das verunsichert sie im Prinzip nur, ne? Mhm. Genau. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den nächsten Filmteil an. Da geht es um drei Mädchen, die gemeinsam zur Schule gehen. Das sind Grundschüler. Und die von ihren Erlebnissen erzählen. Soweit die Stelle aus dem Film. Ja, ich würde gerne erstmal die Frage in die Runde stellen, ab wann können Kinder denn alleine zur Schule gehen? Wann können sie solche Wege alleine meistern? Vanessa, möchten Sie antworten? Ja, ich kann ich gebe das relativ her, weil es hängt vielleicht auch davon ab, wo ihr genau wohnt, wie der Weg bis zur Schule ist. Ich denke aber, das kann auch, wenn sie an der Schule gehen oder so 6 Jahre und an zu Purgi, so wie die Mädchen, die du am Film gemacht hast, dass das aber vielleicht ein guter Zeitpunkt kann sein für den Weg auch zu Fuß an die Schule zu machen. Ich denke natürlich auch auf einer Platz, wo viel Verkehr ist also oder nicht, dann ja, wie nach einer Details sind. Aber du bei dem Film und Schluss fand das, der dann noch enger Stadt war und dort einfach kann er aus der Nachbarschaft sich zusammengetan und an das gemeinsam gemacht und das nicht eh kann, weil er lang geht. Und das ist ja dort so. An der Gruppe also, ist es ja eigentlich auch für die Kinder mehr lieb, sie können sich noch viel in der Schule austauschen, ihre Sozialkontakte pflegen, alle gemeinsam EW machen, gemeinsam etwas erleben und weh für die Schule und auch ein bisschen nach Zeit, wenn es an der Schule losgeht. Also das für sie auch im Moment, wo sie flott zusammen verbringen, was nicht stressig ist, und wo sie auch gefreut sind und sie auch selber sich ausgeredet haben, sodass sie das Leben zu Fuß so wie am Bus zu sehen. Und dafür fand ich eigentlich flott, weil ich Möglichkeit hatte, so am Gruppe zu machen, dass die Kinder zusammen können gehen. Das fand ich eigentlich flott. Mhm. Möchten die beiden anderen auch noch was dazu sagen? Herr Loran oder Frau Gansemann? Jetzt habe ich wieder ausgeschaltet. auch da finde ich, das ist ja nicht von 0 auf 100. Ne? Man übt ja dann auch da schon mal Stück für Stück irgendwie vorher schon kleinere Strecken. Und vielleicht nicht gleich den ganzen Schulweg, sondern lässt ein Kind schon mal irgendwo, ich weiß nicht, eine kürzere Distanz und dann immer größere alleine mal gehen. Und von daher entwickelt sich das ja. Und ich finde auch, also es hängt von der Straße oder vom Weg ab, aber auch vom Kind selbst. Ne? Wie möchte das Kind auch? Ne? Ich finde, auch daran würde ich es ein bisschen orientieren. Ne? Wenn das Kind schon sehr früh sehr selbstständig ist und sagt, ich möchte aber alleine laufen und oder mit anderen Kindern laufen, ja, dann kann man da auch leichter mitgehen. Wenn es sich das zutraut, ist doch toll, ne? Und dann auch zu sagen, na, finde ich aber klasse, dass du dir das zutraust. Und dann kann man ja immer noch sagen, na, dann üben wir erstmal so ein kurzes Stück irgendwie, dass du was einkaufen gehst, wenn das halt näher ist und dann Stück für Stück eben so begleiten.
und wachsen lassen. Und dann stärkt es sowohl das Kind, weil es dann nachher, wenn man feiern kann und sagen kann, boah, hast du gut hingekriegt. Aber es stärkt auch die Eltern und gibt den Eltern auch die Sicherheit. Ne? Und ich denke, das ist halt auch das, was der Herr Loran auch vorhin angesprochen hat, dieses Wegnehmen von positiven Erfahrungen, wenn man zu sehr in eine Angst reingeht, aber auch ja, auch diese Entwicklungsmöglichkeit, die man wegnimmt, wenn man ein Problem wegnimmt. Ne? Lieb gemeint, aber dann die Entwicklung entsteht ja oft aus Schwierigkeiten, die man meistern muss. Ne? Also wenn wir alle jetzt an ein ganz anderes Thema, an Covid denken, waren wir sehr herausgefordert mit vielen Sachen, die wir plötzlich bewältigen mussten und ändern mussten. Und es ging. Ne? Herr Loran? Ich kann den beiden Vorrednerinnen nur anschließen, also insbesondere der Frau Nils, wie sie gesagt hat, dass die Kinder schon fähig sind, alleine auch zur Schule zu gehen und dass es tatsächlich von, sage ich mal, unterschiedlichen Faktoren abhängt und dass man eben das Kind ja nicht von heute auf morgen zum Beispiel sagt, okay, wir wohnen jetzt in diesem Punkt, du musst zu dem Punkt und jetzt finde raus, wie es geht, sondern es geht ja immer Schritt für Schritt, dass man das Kind erstmal vielleicht begleitet, also begleitet und erklärt, du nimmst diesen Bus oder du gehst zu Fuß etc. Und die ganze Zeit, wo ich das geschaut habe, ich habe einige Neffen und ich habe mich dann gefragt, okay, wie ist das bei denen? Und hin und wieder werden manche gebracht, andere gehen zu Fuß. Und dann habe ich mich an mich erinnert und sowohl meine Schwester und ich, wir hatten nicht mal die Möglichkeit gehabt. Also wir sind immer zu Fuß und mit den Öffentlichen zur Schule gegangen. Und ja, also es hängt von vielen Faktoren ab. Also von der Stadt, wo man wohnt, also wenn es zum Beispiel Berlin und komplexes Netz aus Metro ist und das Land und die Schule 700 Meter entfernt ist, und natürlich von den Kindern selbst, also wie fit sind sie, und von elterlicher Begleitung und Förderung. Danke. Ich glaube, dieser Neurologe, dieser Dr. Davies, hat auch von einem Belohnungssystem gesprochen. Also die Kinder waren ja ganz stolz und glücklich, ne, dass sie das alleine schaffen. Könnten Sie da ein bisschen was erzählen, was da passiert, wenn Kinder eine Herausforderung bewältigen? Haben Sie meine Frage verstanden? Herr Loran? Ja? Sie haben das Mikro nicht an. Herr Loran? Ich glaube, bei mir war die Verbindung kurz weg. Also, ach ja, okay. Entschuldigung, können Sie die Frage bitte wiederholen? Ah ja, es geht um diesen Begriff des Belohnungssystems, was dieser, wie hieß er noch, Professor Davies auch sagte. Okay. Also wenn Kinder eine Herausforderung gemeistert haben, weil die drei Mädchen wirkten ja ganz glücklich und ja, zufrieden, dass sie das geschafft haben. Könnten Sie so ein bisschen was darüber erzählen, was da passiert? Also wenn man eine Herausforderung bewältigt? Ja, selbstverständlich. Wenn man eine Herausforderung bewältigt, dann springt das Belohnungssystem an. Also man ist ziemlich stolz auf die gemeisterte Leistung. Also für das Kind sind das Glücksgefühle. Also es gibt eine, sage ich mal, Dopaminausschüttung im Gehirn und man fühlt sich man fühlt sich aktiv, man fühlt sich aktiviert und ist besonders stolz drauf. Mhm. Danke. Mhm.
Ja, diese Szene mit dem Schulweg, das kann man natürlich auf viele andere Situationen dann auch übertragen, denke ich. Es gibt ja viele ähnliche, ne, Herausforderungen und im Prinzip, ja, es ist immer wieder wahrscheinlich dieses in kleinen Schritten begleiten, schauen, was schafft das Kind schon. Ja, Herr Loren? Ja, das Kind kann natürlich diese positive Erfahrungen, also zum Beispiel das Kind hat jetzt den Schulweg gemeistert, es beginnt selbstbewusster zu werden und transferiert seine positive Erfahrungen und generalisiert diese Erfahrungen auch auf andere Aspekte. Das ist so wie, wenn man in einer Domain gut ist oder dann zum Beispiel richtig gut ist, dann überträgt sich das auch auf andere Bereiche. Und so gesehen ist es besonders sinnvoll, dass die Kinder zum Beispiel auch bestimmte Aufgaben meistern. Also insbesondere, wenn sie zum Beispiel etwas Negatives enthalten, so wie zum Beispiel diese Wespe, die sie verfolgt hat, also diese Mädchen. Und die haben trotzdem haben sie das geschafft. Und sie sind besonders stolz, weil sie sind aus dieser negativen, belastenden Situation, sind sie über sich hinausgewachsen. Und das gibt ihnen Vertrauen, auch andere Sachen zu meistern. Also genau, also das ist das Ausschlaggebende. Ja, interessant. Dankeschön. In einem zweiten Filmteil, den wir uns jetzt nicht nochmal so genau anschauen, wo ich kurz nochmal erzähle, worum es da ging. Da ging es um Kinder im Freizeitstress. Also es war ein Junge, der hat davon erzählt, dass er zweimal in der Woche Hockey hat. An einem Tag hat er Schwimmen und noch an einem weiteren Musik und donnerstags hat er nichts und dann hat er ganz tief Luft geholt und war ganz erleichtert und hat gesagt, da kann ich mich mit Freunden treffen. Ja, das im Zusammenhang auch mit diesem Begriff Überbehütung. Warum wollen Eltern ihre Kinder überall fördern? Welche Ängste stehen dahinter? Warum hat sich das so verändert? Also als ich noch Kind war, ich habe nicht so viele Freizeitbeschäftigungen gehabt. Da hat sich ja was verändert. Was steckt dahinter? Ja, es gibt halt. Okay. Es gibt halt unheimlich viele verschiedene Angebote inzwischen und die Sorge der Eltern ist halt auch, dass sie irgendwas verpassen, was sie hätten machen sollen, um dem Kind bessere Chancen zu ermöglichen. Ne? Man wünscht seinem Kind das Beste und dann geht es dann manchmal auch übers Ziel hinaus. Und ich denke, da gilt es sehr gut, beim Kind auch hinzuhören. Und Kinder haben ja auch oft viele Interessen. Also auch, dass Kinder selbst sich da vielleicht ein bisschen überschätzen und möchten am liebsten bei allem mitmachen. Aber dass man dann sehr gut hinguckt nochmal, wo wird es einfach zu viel und wo ist auch Pause da, wo gibt es auch Möglichkeit, einfach mit Freunden was zu machen, auf da, wo es geht, noch auf der Straße zu spielen oder mal in den Wald zu gehen oder einfach in der Natur zusammen zu sein oder auch als Eltern mit den Kindern zusammen was zu unternehmen, noch ne, zu spielen, zu sprechen, einfach Zeit miteinander, also schöne Zeit miteinander haben. Ne, weil das ist was bei uns sehr häufig auch Thema ist in der Beratungsstelle, dass die gemeinsame Zeit sich sonst zu sehr auch auf belastende Momente konzentriert, wo man gucken muss, die Hausaufgaben zu machen, also auch, wo auch dann wieder Druck dahinter ist. Ne? Und deswegen sind halt diese schönen Momente, wo man ein bisschen entspannter halt auch rangehen kann, so wichtig. Ne?
Und eben zu gucken, ja, sicher ist Sport oder Musik oder so toll. Aber es ist, ich meine, in dem Film wird halt auch gesprochen von Chinesischkursen und ich glaube Russisch oder es waren Englisch sowieso und Französisch und ich weiß nicht, ne? Also etliches an Sprachkursen und das ist einfach dann schon ein Maß, wo die Luft auch mal wegbleiben kann, wie bei diesem Jungen, der da berichtet, ne? Ich hatte mir noch irgendwie als Notiz aus dem Film aufgeschrieben, dass dieser Professor Davies gesagt hat, Kinder bis zum dritten Lebensjahr brauchen keine Förderung. Herr Lore? Man hört Sie nicht? Ja, genau. Ich habe gebraucht, dass ich das aktiviert habe. Bei mir ist der Cut, hat ein bisschen gespinnt. Kinder bis zu 3 Jahren brauchen keine Förderung, weil entwicklungsbiologisch und psychologisch ist es so, dass es eine kindliche, also das Gedächtnis, die Gedächtnisleistung hat sich noch nicht entwickelt. Also man spricht ganz oft auch von dieser kindlichen Demenz, aber das ist ganz normal. Also bis zum dritten Lebensjahr behalten die Kinder nicht viel. Das heißt, die ganzen Angebote von Förderprogrammen oder Sprachförderung etc., die bringen nicht wirklich viel, weil die Kinder nicht viel behalten können. Also das ist zumindest die Erinnerung aus meinem Psychologiestudium und das, man könnte das natürlich zitieren, aber ja, jedenfalls weshalb zu der Frage davor, weshalb überhaupt die Kinderförderprogramme existieren, ich glaube, dass sich unsere Welt, sie verändert sich, sie wird zunehmend digitaler und auch nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern. Also, und ich denke, dass die Eltern versuchen, ihre Kinder auf dem bestmöglichen Wege auf die Zukunft vorzubereiten. Also sprich, wenn die Welt digitaler wird und bestimmte Berufe wegbrechen oder wenn sie zum Beispiel den Stellenwert der englischen Sprache besonders erachten und denken, okay, du bekommst dann bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt oder der demografische Wandel und zum Beispiel die Wichtigkeit der chinesischen Sprache, weil das eine dominierende Wirtschaft zu sein scheint, dann werden die Kinder in Mandarin-Sprachen gesteckt und gleichzeitig die elterliche Ambitionen, wo vielleicht wollte der Papa Pianist werden, hat es nicht geschafft, dann muss der Sohn das fortführen und man macht quasi ein ideales Programm für das Kind und man vergisst, dass man dieses Kind eigentlich zu einem kleinen Erwachsenen macht. Also teilweise, es findet eine Veränderung statt. Und die Eltern versuchen, glaube ich, auf diese Veränderung zu reagieren und die Kinder bestmöglich anzupassen. Und auch, ich glaube, auch die Konkurrenz spielt eine Rolle in unserer Gesellschaft. Danke. Ja. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den nächsten Filmausschnitt an. Da geht es um ein Thema, und zwar gibt es Apps, also Kinder-Tracking-Apps, womit man quasi Kinder mehr oder weniger überwachen kann. Man kann beispielsweise sehen auf der App, ob das Kind den direkten Weg zur Schule nimmt oder noch einen Umweg geht und so weiter und so fort. Und da gibt es eine Vielzahl.
Und dieser Filmausschnitt ist allerdings jetzt aus dem zweiten Teil Generation Helikoptereltern Fragezeichen. Und den möchte ich jetzt kurz zeigen. Also für mich stellt sich jetzt so ganz spontan die Frage, was macht das mit den Kindern, wenn sie derart überwacht werden? Herr Loran, möchten Sie darauf antworten? Ja, gerne. Also was macht es mit den Kindern, wenn sie überwacht werden? Es kommt natürlich auf das Kind an, wie das Kind darauf reagiert, also sprich, also welches Alter das Kind hat und auch wie die Beziehung zu den Eltern ist. Also das Kind könnte sich denken, okay, ich werde total überwacht, ich darf jetzt gar nichts und ich werde kontrolliert. Sie möchten alles lesen und sehen, was ich mache. Und das Kind könnte zum Beispiel versuchen, das mitzuspielen, aber gleichzeitig, wenn das Kind könnte auch dagegen revoltieren. Das Kind könnte zum Beispiel diese Apps überlisten. Also auf jeden Fall würde ich sagen, dass seitens des Kindes die Beziehung schon vorbelastet sein wird. Also wenn man zum Beispiel, es ist auch ganz, ganz oft, dass es viele Tutorials auf YouTube oder im Netz gibt, wo bestimmte Überwachungs-App oder Parental Control Apps, aber meistens die haben etwas positivere Begriffe, wie zum Beispiel Family Safe oder Family Link etc., also wo diese Überwachung eigentlich aus dem Namen entfernt ist. Viele Kinder schlagen die Schlüsselwörter, wie zum Beispiel, wie überliste ich Google Link oder wie überliste ich FamiSafe oder Google Norton etc. umgehen. Also die Kinder finden Mittel und Wege, um diesen Überwachungs-Apps zu entkommen. Also meiner Meinung nach belastet es die Beziehung zwischen Kind und dem Elternteil. Möchte noch jemand anders was zu dem Thema sagen? Also Frau Gansener, Frau Nellis? Ja, also ich wollte so auch so, wenn ich als Ältere schon den Schritt möchte, so ein Tracking-App zu installieren, vermitteln, dann kann ich ja indirekt ich vertrauen, dann nicht was du musst. Ich brauche eine extra Kontrolle, weil ich traue dir nicht so, dass du ehrlich mach mal was. Also indirekt seht ihr in jedem Kanton. Ich brauche eine zusätzliche Information, weil das für mich nicht klar ist. Das heißt, gehe ich schon davon aus, dass die Beziehung nicht auf Vertrauen abgebaut ist. Und das ist ja aber das, was Basis ist. Von einer guten Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Und wenn ihn die Schritt möchte, wird kann zusätzlich zu überwachen, vermutet ihm indirekt, dass das nicht so gut ist wie das, und dass das zusätzlich muss noch überwacht gehen. Und dann kann es ja so sehen, wie, also es gibt dann unterschiedliche Methoden als Kind, um darauf zu reagieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass dann eben kann er ähnlich schwer machen und dann auch anderen probieren, eben zu überlassen, weil die Eltern, die sie auch, sie gehen nicht von dem ehrlichen Weg, also so probieren sie dann auch das vielleicht anderen zu überlassen oder sie resignieren, mit das eigentlich die Ausgangsposition als nicht für die Lauf der Beziehung zwischen den Eltern und Kindern, so wie den Herr Loren, der doch gerade gesagt hat, das sind auch der nämlich der Meinung. Weil das Vertrauen dann zwischen denen zwei eben fehlt. Ja. Ja,
Ich denke halt auch, dass es gut ist, nochmal dahinter zu gucken. Ne? Also was steht denn dahinter? Was möchten die Eltern eigentlich damit erreichen und bezwecken? Geht es darum, dass sie Angst haben, dass das Kind sich irgendwo verläuft und dass sie sich nicht finden? Dann ist auch hier wieder so eine Entwicklungsmöglichkeit ja da, dass man sagt, okay, wenn wir zum Beispiel, ich weiß nicht, das war ja auch auf der Schoberfauer war das ja auch schon Thema, ne, wo dann auch Magischkete waren für zu tracken oder so, wo ihn aber auch einfach kann lehren, naja, wie gehen wir dann du mal da immer, das kann immer mal geschehen, da den irgendwas wusch hast, wo viel Leid du recht da sehen oder wo ihn noch nicht war, ob der Platz, aber wo ihn sich verleiert. Und ich fand so eng Entwicklungsmäßigkeit für Älteren erkannt, wie dann echt da zum Beispiel zu gucken, naja, wo treffe mir Reis dann rum, ne, an dem Moment unterstützt den eigentlich echte Problemlösungsfähigkeiten, ab Platz einfach nimmen, in Kontrolle dahinter zu setzen. Und das fand ich einfach dann echt wichtig, da den nachher guckt, was ist dann Problematik, die Ältere versichern zu lesen, aber was wir ein mehr adäquate Video für das umzusetzen. Merci, Herr Lura. Ja, ich wollte noch etwas hinzufügen. Also ich denke, es kommt wirklich darauf an, wie man solche Apps anwendet, also wie adäquat es ist. Also es gibt nicht per se zum Beispiel zu sagen, okay, Parental Control Apps sind ein Teufelszeug. Manche Funktionen sind vielleicht auch nützlich, wie zum Beispiel der Webfilter, also dass da zum Beispiel potenziell schädliche Internetinhalte wie Gewalt, Pornografie, Folter, Terror, Gore-Bilder, also wo zum Beispiel Verstümmelungen oder irgendwelche Kriegsverbrechen etc. solche Sachen, dass da zum Beispiel diese Webfilter die schädliche Inhalte nicht zulassen. Aber man muss sagen, also solche Apps, die sind sehr, sehr mächtig. Also die Funktionen neben zum Beispiel diesen Geolocations, also wo man Standorte des Kindes bestimmen kann und auch einen Zaun eingrenzen kann und auch zum Beispiel Freunde, Schule, Gehwege etc. auch als Orte, also Besuchsorte eingrenzt und wo dann das Handy signalisiert, wenn das Kind zum Beispiel es verlässt. Und da gibt es sehr, also man kann gänzlich kontrollieren, welche Applikationen oder Spiele werden auf dem Handy installiert. Man kann zum Beispiel, wenn das Kind eine App installieren möchte, kann das Elternteil es entscheiden. Okay, gewähre ich jetzt diese Installation oder nicht? Und gleichzeitig zum Beispiel die Bildschirmzeit lässt sich ausgeben oder Bildschirmzeit pro App. Also wie lange hat das Kind gespielt? Wie lange hat das Kind gesurft? Welche Schlagwörter hat das Kind genutzt? Man kann auch zum Beispiel Zeitverläufe, Zeitpläne definieren, wann zum Beispiel die Schlafenszeit ist, wann Hausaufgabenzeit ist. Und zum Beispiel in der Schlafenszeit ist das Handy verfügt über keine Funktion. Und in anderen, also zum Beispiel Spielzeit, kann das Kind spielen. Wie gesagt, aber es ist im Prinzip, greift man zu solchen Apps und inwieweit man diese Kontrolle dann verschärft, das macht es, glaube ich, aus. Und ich würde auch der Frau Nilis absolut zustimmen, dass wenn man, sage ich mal, solche Apps anwendet, signalisiert man auch dem Kind, ich vertraue dir nicht oder ich traue dir nicht zu oder ich möchte zum Beispiel, wie Frau Gansemer gesagt hat, ich möchte einfach Sicherheit haben, dass du zum Beispiel auf, ja, nicht entführt wirst oder so, dass auf einer riesigen
Veranstaltung etc. Also manche Funktionen haben Sinn, andere Funktionen ist Eingriff und totalitäre Überwachung fast. Ich fand auch, dass dem Moment auch so die Selbststeuerung auch nicht gelehrt geht. Ne? Das sind dann, weil gerade das ist ja wichtig, wie der Sohn auch, hallo, und das kann er oder Jugendlicher selber können regulieren, er kann so, wie ich muss ich an Bett gehen, wie ich muss ich Hausaufgaben machen. Aber wenn ich das immer durch eine App auch aufgeheult kriegt, du lehrst den ja nicht, ne? Sich selber eben auch zu steuern und zu sagen, du hundest zwar übertrieben beim Spielen, sind nicht gut vorbereitet für die Prüfung oder so. An die Erfahrungen muss ich da vielleicht aber leider auch mal machen, für eine Veränderung zu bewirken. Ich finde auch, das Kind darf Geheimnisse haben. Also wenn man zum Beispiel dann so weit geht, dass man den Browserverlauf anschaut, was hat das Kind jetzt gegoogelt? Und das Kind kann ja zum Beispiel sich für alles Mögliche interessieren. Und ich weiß nicht, also das ist dann ein Eingriff in die Selbstentfaltung und auch in die Persönlichkeitsentfaltung. Also zum Beispiel, was ist, wenn ein Elternteil zum Beispiel ein bestimmtes Hobby absolut ablehnt und dem Kind gefällt es und es möchte zum Beispiel darüber erfahren. Also ganz normales Spiel, also oder Sportart. Zum Beispiel der Papa mag Fußball und das Kind möchte lieber Skilanglauf oder so. Und also ich finde, die Kinder haben einfach Recht auf Geheimnisse. Und man soll die Kinder nicht zu sehr einschränken und nicht zu sehr kontrollieren. Herr Lorenz, Sie sagten in unserem Gespräch, wir haben ja vorher auch vor dieser Veranstaltung gemeinsam über das Thema gesprochen, dieser Begriff Persönlichkeitsrechte des Kindes. Ne? Da gibt es ja diese Persönlichkeitsrechte, die auch verankert sind. Und das widerspricht ja auch in also diesen Rechten. Selbstverständlich. Also es gibt in der Kinderrechtskonvention die Kinderrechte definiert, also es sind dann um die 50 Artikel, ich glaube es sind 54 Artikel und die Kinderrechte, Kinderrechte sind genauso wie Menschenrechte und Kinder haben auch Recht auf ihre Privatsphäre und eigentlich ist es so, dass streng genommen, also wenn man jetzt sich vorstellt, zum Beispiel es ist eine Geburtstagsparty und die Eltern nehmen die Fotos vom Kind auf und stellen das zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram irgendwo hoch, streng genommen bräuchten sie dafür auch ein Einverständnis seitens des Kindes und auch sowas wie zum Beispiel das Zimmer durchsuchen, Kleidung durchsuchen, Taschen durchsuchen oder Handy überwachen, ist auch Verletzung der Privatsphäre. Es gibt natürlich eine Ausnahme bei Gefahrensituationen oder wenn es zum Beispiel einen Verdacht auf Drogenkonsum ergibt, aber eigentlich laut der Artikel von Kinderrechtskonventionen, die kann man auch bei ORK, also Ombudsmann für Kinderrechte in Luxemburg, kann man sie in sehr vereinfachten Form nachlesen, dass streng genommen ist es nicht erlaubt. Also es ist die Nutzung von solchen Parental Control Apps, es ist
Eine sogenannte Grauzone, also die Nutzung ist dann erlaubt, wenn die Nutzer gleichzeitig die Eigentümer des Gerätes sind, also und die Zielperson darüber informiert ist. Und meistens gehören diese mobile Endgeräte, also sprich Handys, Tablets etc., die wurden von den Eltern gekauft. In der Regel bekommt das Kind das ausgediente Gerät von Mama oder Papa. Manchmal auch, aber auch Neugerät. Deshalb ist, ja, aus diesem Eigentumsverhältnis ist die Nutzung erlaubt. Ja, vielen Dank, Herr Loran. Jetzt kommen wir auch schon zu unserem letzten Filmausschnitt, wo es um Social Media geht. Viele Eltern sind in WhatsApp-Gruppen. Da gibt es die WhatsApp-Gruppe von der Primärschule, von der Präkoss, und man tauscht sich aus. Ich zeige den Filmausschnitt einfach mal. Eltern sind in diesen WhatsApp-Gruppen, bekommen natürlich auf der einen Seite viele wichtige Informationen und machen sich auf der anderen Seite, ganz platt gesagt, verrückt gegenseitig. Wie kann man sich als Eltern dagegen abgrenzen? Das irgendwie rausfiltern. Wie geht man damit um? Wer möchte was dazu sagen? Ja, Herr Loran? Das Mikro ist noch aus. Ich denke, ja, erstmal, wie kann man sich davon abgrenzen? Also erstmal, ich glaube, tief durchatmen und nicht überreagieren und erstmal, sage ich mal, nicht allem glauben, was da steht. Auf sozialen Medien verbreiten sich gewisse Sachen wie ein Lauffeuer und auch, sage ich mal, gefährliche Challenges von den Kindern. Auch diese Geschichte mit dem Momo, die hat ja auch, die wurde so publik, weil sie sich einfach von den besorgten Eltern auf wie ein Lauffeuer kaskadenartig verbreitet hat. Und welche Geschichte war das? Momo mit Momo, dieses Kinderbuch. Genau, diese also auf sozialen Medien verbreiten sich alle möglichen Arten von Challenges und auch zum Beispiel wie mit dieser giftigen Pflanze. Und wenn die Eltern in einer Gruppe, bestimmten WhatsApp-Gruppe sind, dann kann es sein, dass man sowas bekommt. Aber wichtig ist, denke ich mal, erstmal Ruhe zu bewahren und dem Kind tatsächlich zu vertrauen. Also bei harmlosen Sachen finde ich, also das Kind muss, wie auch in dem Film gesagt wurde, also das Kind muss mit Unsicherheiten leben und diese Unsicherheiten aushalten. Ich denke auch, dass zum Beispiel das Kind muss hin und wieder zum Beispiel scheitern und auch Fehler machen und dann eben über diese Fehler hinauswachsen. Und zum Beispiel, dass jetzt diese bestimmte Sachen sind ja tatsächlich relevant. Mit anderen Sachen macht man sich verrückt. Also ich finde, die Balance ist da wichtig zu finden. Also für meiner Meinung nach, die Antwort wäre, es kommt drauf an. Also es muss die Einschätzung des Elternteils, die Einschätzung kann schwierig sein. Ja, genau. Wer möchte noch was dazu sagen?
Ja, ich denke, diese Gruppen befeuern sich natürlich dann einfach gegenseitig nochmal. Ich meine, das war ja jetzt die Frage mit den WhatsApp oder mit insgesamt diesen Gruppen, ne? Und dass dann schnell so ein Ablauf entstehen kann. Jeder setzt nochmal ein Schüppchen drauf, ne? Und dann ist es nachher die Katastrophe, ne? Dass man da auch nochmal versuchen kann, einfach ein bisschen Öl aus dem Feuer rauszuziehen und ablaufen zu lassen, ne? Weil ich denke, auch da wird es nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und ein bisschen Gelassenheit, wenn nicht jetzt wirklich die akute Gefahr besteht. Ne? Das ist ähnlich wie das, wo ich immer sage, mit all den Vorschriften, die es gibt inzwischen für Maison Relais, Crèche oder so Kinderbetreuungseinrichtungen. Das ist extrem, was es an Sicherheitsvorschriften dann einfach inzwischen gibt, verständlicherweise, weil ich denke, es sind ja auch schon schlimme Sachen passiert, einerseits. Andererseits finde ich immer so ein bisschen schade, dass man den Kindern damit auch die Möglichkeit wegnimmt, mit Gefahren umgehen zu lernen. Aber da muss man eben abwägen, wo ist wirklich eine schlimme Gefahr und kann man sich eben nicht nur einen blauen Fleck oder ein offenes Knie mal holen, sondern auch wirklich halt einen schlimmeren bleibenden Schaden oder mehr halt bekommen. Ne? Also ich finde, ja, idealerweise, um sowas abschätzen zu können, müsste man die Auftretenswahrscheinlichkeit, also zum Beispiel solch ein schlimmes Ereignisses wissen und auch natürlich, also wie wahrscheinlich ist es und wie schlimm wäre der Schaden. Und wenn es wahrscheinlich und schlimm ist und man kann es jetzt nicht, also es ist eine Heuristik, es ist eine Pi mal Daumen-Regel, aber wenn man das Gefühl hat, also zum Beispiel, wenn das passiert, ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, ist es auch sehr, sehr riskant und schlimm, dann ist es, sage ich mal, relevant darüber nachzudenken. Aber wenn zum Beispiel plötzlich ein Gerücht kommt, was dann in 0,01% oder unter 1% sich befindet und dann macht man sich irgendwo verrückt. Also, aber es ist, keiner geht durch die Welt mit solchen Gedanken. Aber das ist mir so bisschen aufgefallen, also wie man das auffangen könnte, um vielleicht sich dann als Elternteil zu beruhigen. Ja, und ich muss sagen, dass man vieles ja auch viel besser im persönlichen Gespräch klären kann. Also wenn man schriftlich im Austausch ist, ne, dann werden ganz oft Dinge auch falsch verstanden. Man kann keine Nuancen heraushören. Und wenn es dann beispielsweise dieses Problem mit diesem Baum mit den giftigen Blättern gibt, warum spricht man nicht direkt mal mit der Erzieherin aus dem Kindergarten und fragt, wie ist das und klärt das, ne, und macht es halt nicht über WhatsApp oder über Mail oder so. Es entstehen unheimlich viele Missverständnisse, wenn man auf die Art und Weise kommuniziert und das finde ich wirklich problematisch. Das haben wir irgendwie so ein bisschen verlernt. Das ist so einfach, ne? Man hat dieses Gerät immer in der Hand und dann schreibt man gerade die Nachricht und es ist los und ja, und der andere versteht es vielleicht ganz falsch. Ich würde dem nur zustimmen und für manche Sachen ist, würde ich sogar sagen, das Kind ist auch ein Experte für bestimmte Sachen. Also Kinder, Eltern denken manchmal, sie, zum Beispiel, sie verstehen Snapchat, sie verstehen TikTok, sie verstehen was zum Beispiel auf Instagram oder auf anderen Apps oder Roblox passiert, aber eigentlich haben sie nicht wirklich Ahnung. Aber die Kommunikation auch zwischen dem Kind und dem Elternteil, das Kind könnte den Eltern vieles erklären, was es ist, und die Eltern könnten auch abschätzen, okay, könnte das gefährlich sein, nicht gefährlich sein und sich dann informieren. Für viele Sachen sind tatsächlich Kinder auch die Experten.
Und wenn man nur, sage ich mal, schlimme Nachrichten, die Faszination, also nicht Faszination, aber Faszination ist das falsche Wort dafür, aber Angst auslösen und dann weitergeteilt werden, weil sie besonders, sich besonders schlimm anhören und ja, und sich dann Fantasien ausmalt, das ist, denke ich, der falsche Weg. Also da würde ich wirklich an die Beziehung zwischen dem Kind und den Eltern appellieren. Natürlich nicht so fragen, hast du diese Pflanze schon mal gegessen oder kennst du das und das, aber einfach sich mehr mit den Kindern beschäftigen, würde, glaube ich, auch einiges offenbaren. Ja, man muss einfach auch mehr miteinander reden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ne? Dass Eltern miteinander reden, dass Eltern mit Erziehern, Lehrern reden und ja, und dass nicht immer alles über Handy kommuniziert wird. Das finde ich wirklich schwierig. Ja, Frau Gansemann? Ja, ich fand es halt auch gerade noch mal sehr interessant, was Herr Loran sagte, dass die Kinder die Experten sind von vielen dieser Plattformen. Und da finde ich es halt eine sehr schöne Möglichkeit auch, dass sie, wenn die Eltern sich das von den Kindern erklären lassen, weil sie dann auch wieder im Kontakt miteinander sind und sich austauschen können und die Kinder auch irgendwo eine Rolle haben. Boah, ich weiß jetzt was und kann halt da auch was vermitteln. Und man sieht auch, was ihnen besonders wichtig ist. Also kriegt noch mal ein ganzes Stück Information, nicht nur über diese Plattform, sondern auch über das Kind selbst und seine Interessen. Ne? Möchte noch jemand was zu dem Thema sagen? Ja, ich glaube, die Veranstaltung neigt sich auch so langsam dem Ende.